Dann freue ich mich, dass Sie doch noch so zahlreich erschienen sind, trotz der Sommernachtzeit, trotz der Sommerferien. Für mich heute etwas Besonderes. Ich werde über die Graphomate Bubbles sprechen, eine Komponente, die wir, naja, schon relativ lange im Programm haben. Wir aber immer wieder merken, dass sie nicht so viel eingesetzt wird, wie ich mir das eigentlich vorstelle, weil ich sie für sehr mächtig halte. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich rede mal eine halbe Stunde und ich hoffe, ich schaffe das in einer halben Stunde. Sehen Sie es mir nach, weil es für mich komplett neu ist. Ich habe mich viel vorbereitet, viel Folien gebastelt. Ich hoffe, ich schaffe es in einer halben Stunde. Wenn nicht, wird es vielleicht etwas länger. Ich bitte um Nachsicht. Die Bubbles, so mächtig und doch sträflich unterschätzt, wie gesagt, bieten wir seit langer Zeit an. Und Sie finden nicht so Anwendung, wie ich mir das eigentlich wünschen würde. Deswegen erkläre ich dir ein bisschen. Es gibt sozusagen einen fachlichen Part und einen technischen Part, in dem ich einmal beschreibe, wofür kann man sie nutzen und wie setzt man sie mit unserer Komponente um. Neu ist, wie setzt man sie nicht nur in SAP Analytics, sondern auch in Power BI und in Tableau um. Wer uns noch nicht kennt, ein paar Worte zu uns. Die Graphomate, wir sitzen in Kiel, bauen seit 2010 Visualisierungen. Insbesondere für SAP Analytics. Unser Ziel war, Visualisierungskomponenten zu bauen und ist es immer noch, die gutes Informationsdesign out of the box abbilden. Unser Slogan informieren statt dekorieren. Und das konnten wir die letzten 10 Jahre total gut in SAP Analytics, weil man uns dort die entsprechenden Schnittstellen zur Verfügung gestellt hatte. Und auch in Excel. Bekannt sind die Komponenten rechts, die Sie kennen, die IBCS-zertifizierten Charts und die Tables. Aber Neues, wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren dahin entwickelt, dass wir alle unsere Komponenten, alle ist falsch, wir haben uns auf einen bestimmten Satz von Komponenten beschränkt, auch in Power BI und in Tableau anbieten und unseren Kunden ein jährliches Subskriptionsmodell anbieten. Gut, die Bubbles. Sie sehen hier unser Produktspektrum für SAP Lumira Designer. Ziemlich viel, ziemlich wahnsinnig. Wir haben uns beschränkt. Wir haben uns in den letzten 4 Jahren gefragt, was waren die wirklich wichtigen Produkte oder welche finden wir total gut, wie die Bubbles. Und diese 4 Produkte haben wir komplett redesigned, haben wir komplett auf neues Fundament gestellt, haben wir eine komplett neue Architektur im Hintergrund gegeben. Warum haben wir das getan? Sie sehen das angedeutet, wir nennen das ein Add-on-Interface, ein Data Processor. Wir haben es die ganze Verarbeitung zentralisiert, weil wir den logistischen Aufwand nicht mehr wuppen konnten, noch mehr Produkte für, nämlich noch mehr Frontend-Produkte anzubieten. SAP Analytics Cloud stand vor der Tür, Tableau hatte ein SDK rausgebracht Ende letzten Jahres und Power BI bietet sich mittlerweile auch an, weil das SDK die Schnittstelle für Partneranwendungen mittlerweile auch sehr leistungsstark ist. Vor dem Hintergrund mussten wir alles neu machen und vor dem Hintergrund haben wir auch ein einheitliches UI gebaut. Das heißt, egal welches Tool Sie nutzen, egal ob Sie unsere Bubbles, Charts, Matrix oder Pictograms in Power BI, in Tableau oder in der Analytics Cloud nutzen, es sieht überall gleich aus. Riesiger Vorteil und ich glaube, es gibt kein Tool, das das toolübergreifend, oh, so viele Tools, also Frontend BI, Frontend Werkzeugübergreifend hinkriegt. Kommen wir zu den Bubbles. Wir stehen auf alles Runde. Ist so. Wir mögen Kortendiagramme, wir mögen 3D-Diagramme. Es ist einfach schön. Man hätte jetzt sagen können, wir haben die Bubbles entwickelt, weil wir nicht nur so langweilige Balken und Säulen bauen wollten. Das ist nur bedingt richtig. Wenn man sich mal anguckt, was man mit Bubbles machen kann, sieht man mal von Tortendiagrammen ab. Dann gibt es das Scatterplot, deutsches Streudiagramm. Es gibt Bubblecharts. Es gibt die Bubble Maps. Ist nichts anderes als eine Bubble Chart auf einer Karte abgebildet mit entsprechenden Koordinaten. Pardon. Und es gibt Pack Bubbles und Split Pack Bubbles. Naja, ohne Ende Bubbles. Und wir kümmern uns wirklich in diesem Webinar nur um die Scatterplots und um die Bubble Charts, weil das andere sind Abarten von diesen Varianten von diesen Bubble Charts. Bevor ich aber anfange, richtig in die Technik zu gehen und die Konzepte zu beschreiben, mit denen man die Bubble Charts gut verwenden kann, ist es mir wichtig, noch einmal so ein bisschen Schulkenntnisse aufzufrischen, weil ehrlich gesagt, ich muss das auch tun. Ich möchte über Skalenniveaus sprechen. Nominal, Ordinal, Kardinal. Was ist das und warum ist das wichtig? Wenn Sie mit unseren Charts arbeiten, werden Sie festgestellt haben, es gibt immer eine Kategorie und eine Werteachse. Die Kategorieachse
ist, die in der die einzelnen Ausprägungen der Dimensionen abgebildet werden. Die Werteachse ist die mit den, wie gesagt, Y-Achse Werte. Das heißt, es ist völlig egal, in welcher Reihenfolge auf der Kategorieachse, wenn es so ist, dargestellt werden die Elemente, dann ist es eine Nominalachse. Das heißt, es besteht kein wirklicher Zusammenhang zwischen Elementen, sie werden einfach nur genannt, wie eine Liste. Demgegenüber gibt es sogenannte Ordinalskalen, sprich, es ist eine gewisse Abfolge der Wertung drin. Schlecht, besser, super. Auch eine Form der Kategorieachse, aber hier ist die Reihenfolge wichtig. Das bezieht sich insbesondere häufig auch bei Monaten. Also Sie können nicht einfach logischerweise den Mai vor den April bringen und ähnliches. Es ist eine in sich geschlossene logische Abfolge notwendig, eine sogenannte ordinale Skala. Darüber hinaus die Werteachsen, die sind kardinal oder auch metrisch skaliert, weil man kann die Abstände messen und die Abstände haben untereinander sind die gleich. Das heißt, es ist wirklich ein in sich geschlossenes Konstrukt. Von 10 zu 20 ist immer der Abstand zu 10, von 20 zu 30 ist es zu 10. Sie können es messen, Sie können damit rechnen. Mit Nominal- und Ordinalskalen Skalen kann man nur so bedingt rechnen. Also zusammengefasst, nominal keine Rangordnung, eine Liste, ordinal ist eine Rangordnung implizit, Schulnoten, Monate als Beispiel und kardinal, metrisch ist eine Rangordnung mit in sich interpretierbaren Abständen. Also alle Kennzahlen werden auf kardinalen Skalen abgebildet. Warum erwähne ich das so explizit? Naja, weil der Unterschied der Bubbles, der Streudiagramm, des Scatterplots, wir verwenden in Scatterplots zwei Kardinalachsen. Das ist etwas völlig anderes als das, was wir mit allen unseren anderen Werkzeugen machen. Scatterplot als Beispiel, wofür kann man das nutzen? Ich will ihn erstmal einführen. Man kann damit Schwertlilien abgrenzen. Huh, Schwertlilien, die Borsten-Schwertlilie, die Iris Virginica, die schillernde Schwertlinie. Ein Datensatz für maschinelles Lernen, aber ich finde es ganz spannend, weil wir bauen uns ein Koordinatensystem mit den Blüten. Breiten, Kornblattbreiten auf der einen Achse der Schwertlilien und den Kelchblattlängen auf der anderen Achse der Koordinatensysteme. Und Sie erkennen, genau wie ich sagte, das sind zwei kardinale Werteachsen. Und hier drauf können wir nun die Elemente, die Werte der einzelnen Kelchblätter und Kornblätterbreiten und Längen drauftragen und können daraus die Schwertlilien tatsächlich identifizieren. Die sind sehr gleich. Man kann damit, und das wollte ich erwähnen, clustern. Das heißt, Sie können über ein Streudiagramm, wo es wirklich nur eine XY-Koordinate abgetragen wird, sehr schön feststellen, gibt es irgendwie Cluster, die zusammenhängen, visuell feststellen. Wie gesagt, das ist ein Testdatensatz für maschinelles Lernen, typische betriebliche Anwendung des, hab ich mich ja verschrieben, des Scatterplots. Man könnte zum Beispiel Umsätze und Rabatte auf den X- und Y-Achsen auftragen, um zu sehen, hey, welche Produkte verkaufen sich besonders gut, wenn man viel Rabatte gibt, welche gar nicht. Maschinenlaufstunden versus Wartungsaufwände. Welche Maschinen fallen häufig auf? Gibt es signifikanten Unterschied, wenn die Wartungen dort sehr wenig waren und, und. Da ist der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Man kann da sehr, sehr viel machen. Viel spannender finde ich allerdings, und vergessen. Gut. Was natürlich auch möglich ist, man kann eine Regressionsanalyse machen, also einen Zusammenhangswert in dieses Diagramm legen, eine Regressionslinie. Was mir aber recht wichtig ist zu erwähnen, ist, das heißt nicht, die korrelieren vielleicht, aber es das heißt nicht, dass die Kelchblattlänge die Kronblattbreite beeinflusst. Es ist ganz wichtig für mich, dass Korrelation nicht Kausalität ist. Ich habe ein schönes Beispiel gefunden, das Pro-Kopf-Käsekonsum in den USA. Versus die Anzahl Menschen, die starben, weil sie sich in ihrem Bettzeug verhedderten in den USA. Echter Datensatz, kein Witz, scheint fantastisch zu korrelieren. Naja, also Korrelation ist nicht Kausalität. Für mich ganz wichtiger Punkt, nur weil etwas zusammenhängt, muss es nicht begründet zusammenhängen, sodass der Storch auch tatsächlich die Anzahl der Geburtenrate beeinflusst. Kommen wir zum Bubble-Chart, zur Bewertung von Geschäftsfeldern und Produkten. Das Bubble-Chart, also dieses Bubble-Chart für Geschäftsfelderbewertung, wurde von der BCG, von der Boston Consulting Group in den 70ern entwickelt. Das ist eine Vier-Felder-Portfolio-Matrix und gilt als strategisches Analysetool, um die langfristige Überlebensfähigkeit und Rentabilität von Produkten und Märkten zu bewerten. So,
Im Prinzip vereint es zwei Aspekte, zwei, ich will es gar nicht Theorien nennen, zwei Zusammenhänge, nämlich zum einen die Produktlebenszyklustheorie. Also Sie sehen an der Kurve, wenn man ein Produkt einführt, steigt der Umsatz über die Zeit zunächst sehr gering, wird dann über die Monate und Jahre exponentiell stärker, bis er ein Zenit erreicht und dann langsam wieder umsatzmäßig ausklingt, das Produkt seinen Höhepunkt erreicht hat und seinen Produktlebenszyklus beendet. Darüber hinaus die Rentabilität. Es ist ja gängiges Gesetz in Anführungsstrichen der Betriebswirtschaftslehre, dass es mit zunehmendem Output von Produkten eine Fixkostendegression gibt. Man nennt das Kostenerfahrungskurve. Ist alles stark kritisiert worden, aber als grundsätzlicher Zusammenhang ist es so, dass je mehr Produkte ich verkaufe, je mehr kann ich meine Fixkosten auf diese Produkte verteilen und die Gesamtkosten sinken. Und diese beiden Aspekte hat man nun versucht oder bringt man auf Achsen in Form eines relativen Marktanteils. Je höher der Marktanteil von mir, desto mehr kann ich absetzen, desto mehr habe ich den Stückkostendegressionseffekt. Und auf der anderen Seite die Produktlebenszyklustheorie, die kann man am besten durch das Marktwachstum abbilden. Und durch diese beiden Kennzahlen, Achtung, kardinale Skalen, kann ich eine Vier-Felder-Matrix aufziehen, niedrig und hoch. Und aus dieser Vier-Felder-Matrix bringe ich meine Umsätze rein nach verschiedenen Produkten, Produktgruppen oder ähnliches. Und angeblich gibt es gewisse Regeln, Ansatzpunkte, Vermutungen laut der Boston Consulting Group, was man mit Produkten tun sollte, die sich innerhalb dieser vier Matriz, vier dieser Quadranten befinden. So ist es zum Beispiel so, dass ein hoher Marktanteil verknüpft mit einem niedrigen Marktwachstum, das sind unsere Cash-Kühe, die melken, wie in Anführungszeichen, und holen möglichst viel Geld raus, investieren nicht unbedingt mehr in diese, weil investieren sollten wir in die Stars, nämlich dort, wo ein hohes Marktwachstum ist und der relative Marktanteil für uns auch hoch ist, da kriegen wir noch was raus. Demgegenüber niedriger Marktanteil, niedriges Marktwachstum, die sogenannten Poor Dogs, von denen verabschieden wir uns. Die nehmen wir aus dem Markt raus, investieren nicht mehr, achten vielleicht noch drauf, dass wir mit Support Geld verdienen oder ähnliches oder. Spannend ist natürlich, was passiert mit den Quadranten hier oben? Das weiß man immer nicht so richtig. Die Question Tags, die Fragezeichen. Da muss man abwägen und sich überlegen. Und aus diesem Ansatz heraus, diesem Management-Ansatz heraus, hat sich die Portfolio-Matrix entwickelt und Standard-Portfolio-Matrizen nach Produktgruppen und drei Kennzahlen sehen gemeinhin so aus. Ja, man trägt die auf, trägt irgendwie so zwei Linien, Referenzlinien auf und sagt, da sind die Grenzen und dann gucken wir uns unsere Produkte an. Naja, dachte ich mir, das kann ich auch. Ich habe einen Datensatz gebastelt nach Produktgruppen, Umsatz, Marktwachstum, relativ Marktanteil und habe danach eine Portfolio-Matrix gebaut. Die sehen Sie hier. Und das ist im Prinzip der Ausgangspunkt nach 15 Minuten, den ich jetzt Ihnen mit unseren Graphomate Bubbles in PowerPoint nachbauen möchte. Zwischenzeitlich gibt es Fragen. Ich war jetzt relativ schnell, was diese fachlichen Anforderungen angeht, aber ich unmute Sie gerade mal. Kann ich das? Ah, hier ist eine Frage. Ah, genau. Ich baue das in Power BI nach. Also ich habe mich für Power BI entschieden. Alles, was Sie sehen, kann ich genauso gut in Tableau machen, in der SAC machen, in Sublumira Designer machen. Wie gesagt, diese Graphomate Matrix ist in allen Werkzeugen zu verwenden. Da sehen Sie schon die Matrix. Ich will die aber ja komplett nachbauen, deswegen lösche ich die raus. So, ich habe ein bisschen Überschrift geschaltet. Vielleicht werfen wir noch einen Blick auf die Daten. Zugegebenermaßen vermutlich die größte Herausforderung. Ich habe für vier Produktgruppen fünf Produktgruppen, pardon, über 4 Jahre mir Werte ausgedacht. Ich kann es nicht anders formulieren. Ich habe sie ausgedacht, weil ich einfach diese Werte so nicht finde. Und ich habe mir auch Werte ausgedacht, die gut funktionieren, damit man das gut sehen kann. Es hat also tatsächlich einen didaktischen Hintergrund. Die Herausforderung wird sein, tatsächlich an diese Daten ranzukommen, relativer Marktanteil, Marktwachstum. Das wird nicht trivial sein, da gehe ich fest von aus. Aber man kann so etwas kriegen und man kann so etwas aufbauen und in PowerPoint auch relativ, oh, Power BI, Verzeihung, ich mache zu viel Folien, in Power BI auch ganz einfach die Datensätze
laden. Wie geht es nun? Unsere Visuals erhalten Sie relativ einfach, indem wir Ihnen eine Datei zur Verfügung stellen. Einfach auf Visual, jetzt ist da eine Visual aus einer Datei importieren. Sie referenzieren, klicken auf diese Datei und im nächsten Moment erhalten Sie hier unsere Graphomate Bubbles, auf der Sie, die Sie einfach klicken, sich die entsprechende Größe, wie Sie das Visual brauchen, großziehen und jetzt schon einfach damit beginnen zu arbeiten. Hier rechts sehen Sie die Daten, die ich verwenden kann. Ich hatte gesagt, ich will die Produktgruppe auswerten. Die kommt in die Kategorie. Darin möchte ich gerne das, was Sie jetzt sehen, sind Standarddaten, damit Sie überhaupt was sehen. Ich möchte gerne einen relativen Marktanteil in die Measures bringen. Ich möchte gerne mein Marktwachstum auf die Y-Achse bringen. Et voilà, man sieht nichts. Ein kleiner Bubble hier. Was soll das? Naja, die Anzahl ist nicht der richtige Wert. Ich habe ja auch noch Jahreswerte hinter. Ich muss also erklären, dieser relative Marktanteil soll nicht die Anzahl verwendet werden, sondern der Mittelwert über die Jahre. Genauso gut soll auch der, ups, jetzt habe ich das gelöscht, pardon. Genauso gut nehme ich auch vom Marktwachstum den Durchschnitt. So, und jetzt sieht es schon ein bisschen besser aus und der geneigte Zuhörer wird merken, oh, ein Scatterplot, denn ich habe bisher ja nur Punkte zugeordnet. Was fehlt? Naja, mein Umsatz. Also lege ich den Umsatz hier noch rein. Da möchte ich auch nicht die Anzahl, sondern die Summe verwenden über die Untergeordneten. Und damit habe ich schon wenigstens meine Werte über die 4 Jahre abgebildet. Und jetzt, das konnte ich noch alles, na, ich mache noch was anderes. Ich entferne nochmal den Titel. Ups, nicht tot. Den Titel dort oben, der mir von, ja, den Bug haben wir behoben. Ich bitte um Nachsicht, wenn ich hier einen Titel suche. Hat es keine Auswirkung. In der neuesten Version wird es das nicht mehr geben, aber ich kann den Titel hier ausschalten. So ist er jetzt. Sie sehen, hier oben ist der Titel weg. Den Graphomate-Titel schalte ich gleich auch noch aus. Und was ich auch nicht verwenden will, ich will die Quick-Infos, wenn ich hier drüber habe, von Microsoft auch nicht verwenden im Power BI. So, jetzt schalte ich das beides aus. Und jetzt möchte ich in unsere UI, sprich die Graphomate Bubbles, in ihren Feinheiten bearbeiten. Und das tue ich, indem ich auf diese 3 Punkte klicke, auf Bearbeiten gehe. Und Sie sehen, hier oben taucht dann unsere Tabulatorstruktur auf. Mittlerweile haben wir auch eine Suche für die einzelnen Parameter, weil es mittlerweile recht mächtig geworden ist. Nicht nur die Bubbles, auch die Charts und die Matrix, die dort kommen wird. Und ich kann jetzt hier also nochmal hingehen. Ich habe jetzt dort zwar Auto verwendet, aber da ich gleich noch damit weiterarbeite, würde ich jetzt den relativen Marktanteil hier nochmal auf der X-Achse bringen, das Marktwachstum auf der Y-Achse, die Umsatz auf der, in den Kreisen. Ich will nicht, dass diese Durchschnitte dort immer genannt werden, also kann ich hier jetzt auch noch Umsatz schreiben. Ich kann hier auf der, ach Quatsch, nicht Umsatz, Verzeihung, relativer Marktanteil, Marktwachstum. Und Umsatz, dann habe ich nämlich auch eine saubere Legende gleich. Ich wollte den Titel ausstellten, da oben, Titeltext, der ist weg. Und nun merken Sie aber, hu, hier links, Prozentzahlen, die sehen nicht wirklich gut aus, 0,00, 0,00. Also formatiere ich diese Prozentzahlen und das geht mittlerweile extrem vielfältig mit unserer neuen Formatierungs, Number-Formatierungsmenü. Und zwar gehe ich hier einfach auf Format Type Percent. Ganz simpel. Das Problem ist nur, ich muss jetzt sagen, das gilt ja nicht für alle Kennzahlen, sondern es gilt nur für Marktwachstum und für den relativen Marktanteil. Also gehe ich hier in den Filter und sage, diese beiden, das gilt nur für Measures, nämlich Marktwachstum und na, relativer Marktanteil. Na, habe ich es jetzt richtig gemacht? Okay, und Sie sehen hier vorne 8%, 40%. Das ist sauber. Jetzt sind die anderen natürlich
so ein bisschen in der Luft schwebend. Ich führe einfach noch ein Value Number dazu und sofort wird wieder die Standardlokale gezogen, nämlich 1000 und ähnliches. Auch das kann ich formatieren, indem ich nicht auf englische Lokale stelle, sondern auf die deutsche und dann wird mir auch dort 1000 eingestellt. Soweit ist es fast fertig. Ich habe meine Umsätze in diese Quadranten einsortiert. Was mir noch fehlt, sind diese Hilfslinien. Sehr einfach. Ich gehe einfach hin und sage, okay, zeig mir bitte Referenzlinien an den 0,5 als eine Referenzlinie an der X-Achse in der Farbe ein schönes Rot. Das kopiere ich mir. Ich nehme die zweite Referenzlinie auf der Y-Achse. Die soll bei nicht im Mittelwert sein, sondern 0,04. Die Farbe wieder schönes. Ups, na, hat er nicht genommen. Dann nehme ich da wieder ein anderes schönes Rot. Und ich habe eigentlich, zurück zum Bericht, genau meine Portfolio-Matrix, wie ich die gerade bauen wollte. Ich habe zwei Linien, aber ganz ehrlich, danach entscheidet niemand, was er jetzt machen soll. Also weder mit Accessoires, noch mit Tablets, noch mit Computergruppen. Also da kann man mal drauf gucken, aber mir fehlt da eine Menge Kontext. Lassen Sie mich zurück zu PowerPoint gehen, wie ich gerade sagte. Kontext, Kontext, Kontext. Ich bin ein großer Fan des Satzes von Herrn Tafti. Above all else, show the data. Ich brauche nicht vier Bubbles. Das ist Dampf, das ist langweilig. Danach kann niemand entscheiden. Danach hat niemand die Möglichkeit zu entscheiden. Wir müssen also ein bisschen mehr dazu bringen. Also gehen wir mal auf die zweite Ebene und jetzt wird es spannend, wie ich finde, der Matrix, nämlich wir erweitern das Modell der Matrix um den Vorjahresgewinn und den aktuellen Gewinn und um das Merkmal und die Dimension Jahr. Haben wir implizit schon getan und bauen jetzt mal diese Portfolio-Matrix, in der wir sehen können, wie der zeitliche Ablauf der Entwicklung ist. Wie haben sich meine Produktgruppen im Zeitablauf entwickelt? Und das selbst kriege ich hier in 2 Minuten locker abgebildet, indem ich nämlich mein Standardelement wieder nehme. Ich gehe auf Bearbeiten. Ah, fehlt noch etwas, pardon. Hallo. Ich will dich auswählen. So, jetzt habe ich sie ausgewählt. Ich muss natürlich vorher hingehen und das Jahr jetzt auch noch in die Kategorie ziehen. Ich will es ja verwenden. Und ich möchte meinen Gewinn, na, meinen Gewinn, aktuellen Gewinn und meinen Vorjahresgewinn auch noch reinbringen. Und jetzt habe ich 5 Datenserien, die ich auswerten kann. Jetzt wird das Ganze so ein bisschen spannender, wie ich finde. Nur Anzahl hilft natürlich nicht. Ich muss wieder Summe nehmen. Das ist die Summe. Der Gewinn wird jetzt als Anteil des Umsatzes gezeigt und die Veränderung des Gewinns zum Vorjahr als kleines grünes Fleck. Jetzt habe ich wenigstens ein bisschen, ja, wie hat sich das entwickelt in Summe zu den Vorjahren? Und ich kann hier meine roten Elemente sehen. Richtig aussagekräftig wird es allerdings erst, wenn ich das auch nach dem Jahr aufreiße. Also ich kann zum Beispiel hier diesen kleinen Pfeil markieren und sagen, zeig mir meine Computers, die Produktgruppe Computers im Zeitablauf. Und hier sehe ich sie. Ich springe wieder zurück. Ich kann auch alles mir anzeigen und Sie sehen, jetzt habe ich schon mal ein bisschen mehr auf dem Bildschirm. Und was Schöne ist, wir haben eine Kollisionslogik implementiert, die jetzt nicht wild irgendwelche Beschriftungen sich überschneiden lässt, sondern erst in dem Moment, wo wir etwas drüber hovern, können wir wirklich dann die Werte auch wieder lesen. Was ich sehr, sehr, sehr leistungsstark finde, weil sonst macht das nämlich überhaupt keinen Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn, Ihnen 50 Bubbles dahin zu werfen und zu sagen, hier, die überschneiden sich, das funktioniert nicht. Wir mussten uns also irgendwas einfallen lassen, damit das lesbar bleibt. Trotzdem ist es immer noch ein ziemliches Gewusel. Ich gehe nochmal in meine Bearbeiten, in meine UI und zeige Ihnen jetzt, was wir noch machen könnten. Zum einen nämlich, oder das ganz Besondere, wie ich finde, ist, ich schalte einfach eine Connection ein. Ich zeige sich zugeordnete Bubbles, die den Matcher-Index, das ist ein bisschen technisch, aber es ist die erste Dimension, das Jahr, na,
ne, das Jahr haben. Und Sie sehen, in dem Moment, wo ich jetzt hier drauf hover, auf ein Element werden mir die Vorjahre angezeigt und die anderen ausgeblendet. Und darüber hinaus möchte ich noch eine Skalierung, einen Zoom einschalten, den wir Scale nennen. Ich gehe zurück zum Bericht. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, in diesen Bericht reinzuskalieren. Das heißt, ich kann jetzt wandern und gucken, wie kann ich selbst versteckte Werte betrachten. Also ich kann das groß und klein machen. Und darüber hinaus kann ich bestimmte Elemente markieren. Jetzt, ich hover über ein Element rüber, sehe die zeitliche Entwicklung, aber ich kann tatsächlich bei gedrückter Steuerungstaste diese Elemente auch weiter vorhalten. Also zum Beispiel kann ich die vier, ups, mir merken. Und jetzt möchte ich, jetzt habe ich sie wieder abgeschaltet. Ist ein bisschen figelinsch, genau die Elemente zu treffen. So. Die habe ich mir gemerkt. Und jetzt könnte ich die zum Beispiel mit den Laptops, nee, mit den Tablets vergleichen. Und wir hatten ja eben in den Fragezeichen die Frage, was investieren wir mehr, Accessoires oder lieber Tablets? Und wenn ich mir das jetzt angucke, wie sich die zeitliche Entwicklung der Tablets im Vergleich zu den Accessoires entwickelt hat, alles andere ist ausgeblendet, dann würde ich der Meinung sein, dass es wahrscheinlich besser ist, in Tablets zu investieren als in Accessoires. Also meine Aussage ist, viel hilft viel. Möglichst viel zeigen, möglichst viel Kontext zeigen, aber dies auswahlmäßig so schaffen, dass es trotzdem noch sichtbar wird und dass ich trotzdem noch vernünftig damit arbeiten kann. So. Ich habe noch 3 Minuten, ich bin voll in der Zeit. Also, das waren, ich nenne das die Portfolio Matrix Plus, in 15 Minuten in Power BI gebaut. Was auch geht, es handelt sich bei unseren Komponenten um wirklich Komponenten, die komplett in Power BI integriert sind. Das heißt, wir bauen jetzt nicht irgendwie eine riesige Matrix, ein riesiges Produkt, was Sie dann einzeln bearbeiten müssen. Nein, unsere Komponenten sind genauso verwendbar mit anderen Power BI Tableau-Komponenten, wie Sie das kennen. Es ist also nicht so, Sie können die verwenden, Sie können die mit anderen in Interaktion schaffen und ähnliches. Ich habe ein Dashboard gebaut, da finden Sie die Bubbles gleich auch wieder, wenn sich mal dieses Tool geöffnet hat. Ach, ich habe ein, ja, es dauert immer etwas länger, sobald man eine Videokonferenz macht. Was ich Ihnen zeigen möchte, ist ein Dashboard, wo verschiedene unserer Komponenten mit einer Standard-Map-Komponente in Verbindung gebracht werden und durch Klick und Auswahl reagieren die aufeinander. Dass es jetzt so langsam ist, liegt tatsächlich an zwei Power BI Instanzen und GoToMeeting. Hier sehen Sie unsere Piktogramms, mit der Sie für jede Datenserie ein Icon vergeben können. Sie können jedes Bild dafür verwenden. Hier unten unsere bekannten Charts. Das ist eine Standard Power BI Komponente. Und die Bubbles, über die ich gerade gesprochen habe, einfach draufklicken und sofort passen sich die einzelnen anderen Elemente Na, an, da ist es. Na, also ich kann wirklich filtern, wie Sie das aus den anderen Komponenten im Power BI gewöhnt sind. So, da klingelt mein Timer. Ich habe meine 30 Minuten geschafft. Lassen Sie mich noch einmal zu den Folien zurückgehen, einmal die Features noch zusammenfassen. Unsere Bubbles sind eine eigenständige Extension, die komplett verwendet werden kann, ein Add-in, das komplett in Power BI integriert ist, dort interaktiv genutzt werden kann. Die Datenverknüpfung, haben Sie gesehen, kann ich einfach per Drag and Drop in die Feeds von Power BI schaffen. Wir können mit dieser Bubbles-Komponente, Bubble Charts, Scatter Plots, ah, ich habe die Kachelansicht vergessen. Soll ich die noch einmal zeigen? Ja, ich kann das noch eben einmal machen, weil wenn Sie nämlich keine X- und Y-Achse zeigen, sehr schöne Idee, meine Kollegen, dann werden sämtliche Bubbles einfach als ja, Kacheln untereinander dargestellt. Habe ich gerade vergessen, ich bitte um Nachsicht. Kachelansicht. Sie können jede Kennzahl, jede Datenserie individuell formatieren. Total wichtig, weil wir haben nun mal Prozentwerte, absolute Werte, Tausenderwerte, Millionenwerte, wir wissen es nicht. Jede Datenserie ist unabhängig formatierbar. Diese Kollisionslogik ist für mich ein ganz wichtiges Argument, um das überhaupt lesbar zu schaffen und eigene Elemente hervorheben per Auswahlknopf,
Es ist sogar datengetrieben möglich, dass sie Elemente, die eine bestimmte Größe überschreiten oder unterschreiten, hervorheben. Diesen Zoom haben sie gesehen, mit dem sie in die Elementen hoch und rein, in die Bubbles hoch und rein zoomen können. Und wir können ganz einfach Referenzlinien setzen. Wir können sogar, das habe ich nicht gezeigt, Referenzbereiche markieren. Also ich hätte die auch rot, grün und gelb machen können. Das hätte nur den Zeitrahmen gesprengt. Ganz wichtig auch diese Legende. Die konnte ich formatieren, die konnte ich selber bestimmen. Ich finde es total wichtig, weil die normalerweise hängt hier immer so eine riesige Legende von Bubbles mit Farben und das macht überhaupt keinen Sinn, da irgendwo mitzuarbeiten. Ich möchte die Beschriftung direkt an den Elementen und nicht hier rechts in Form einer Legende haben. Lassen Sie mich noch ein Wort zu unseren Preisen, was da auf Sie kommen, was das kosten wird, verwenden. Die Bubbles sind innerhalb eines Paketes aus dem Charts, Matrix, Bubbles, Pictograms erhältlich. Es gibt dieses ganze Paket, das ist ein jährliches Subskriptionsbasismodell auf Basis der Anzahl Viewer. Und das Ganze kostet inklusive Wartung und Support, oh, pardon, für 25 User 2.400 €, für 100 User 4.800, für 400 Nutzer 9.600 € im Jahr. Sollten Sie darüber hinaus Viewer haben, müssen wir sprechen. Sie sehen aber schon, dass es doch ein recht degressives Preismodell ist. Wir rabattieren entsprechend der Anzahl Nutzer. Damit bin ich am Ende meiner Veranstaltung, meiner Ausführungen. Ich hoffe, ich konnte Sie überzeugen, dass die Bubbles tatsächlich leistungsstärker sind, als man denkt. Ich weiß, das kostet viel Überzeugungsarbeit, das den Fachbereichen näher zu bringen. Ich weiß auch, dass die Datenbasis zu kriegen sicher nicht das Einfachste ist. Probieren Sie es. Ich biete auch gerne diese Präsentation als PowerPoint an, Ihnen zu schicken, wenn Sie irgendwie Überzeugungsarbeit leisten möchten, wenn das hilft. Deswegen habe ich die so explizit und dezidiert ausgearbeitet. Schreiben Sie mich an, Sie kriegen alles, was Sie haben wollen. Alles Gute, bis dann.